Tja, manchmal muss man seine Tour spontan ein bisschen umplanen. Schönen guten Morgen. Wir haben es tatsächlich morgen. Es ist gerade mal so 9.30 Uhr auf dem Montag. Und ich habe mir überlegt, ich muss heute mal ein bisschen Strecke machen. Ihr seht, ich habe hier meinen Rucksack mit meiner Trinkblase dabei. Ich habe noch ein paar Kilometer zu machen diesen Monat und habe mir überlegt, heute fahre ich einfach mal ins Blaue, gucke, wo ich rauskomme. Habe so ein bisschen geguckt, wie der Wind weht. Der kommt aus Osten. Das heißt, ich fahre jetzt erstmal von uns aus Richtung Hildesheim, damit ich dann, so Petrus will, vielleicht auf dem Rückweg dann ein bisschen Rückenwind habe. Ja, mal schauen, wo ich rauskomme. Wetter ist perfekt, Anfang 20 Grad. So. Was haben wir gerade gelernt? Der kürzeste Weg nach Hildesheim ist nicht immer der schönste. Direkt an der B1, viel befahrene Bundesstraße, nicht toll, relativ gut ausgebaut. Man kommt hier gut von A nach B, aber ein Spaß ist das nicht. Jetzt stehe ich hier vor dem Schützenplatz, das zweite Mal in meinem Leben. Das erste Mal war ich hier in der Corona-Zeit, als hier hinten Autokino aufgebaut war. Und demnächst bin ich wieder hier. Im Juli ist hier Schlagerparty. Ist ja eigentlich nicht so meine Musik. Aber mein lieber Schwager tritt auf und das guckt man sich dann doch schon mal an, wenn es hier um die Ecke ist. Ihr habt ja gerade gesehen, was hier für ein Chaos ist auf einem ganz normalen Montag um 10 Uhr. Verkehr über Verkehr, lautes Brummen, überall Hupen im Hintergrund, höre ich ein Martinshorn. Und dann biegt man einmal ab und dann steht man hier am Müggelsee. Ein kleines Biotop, gleich um die Ecke. Mit Schwänen und allem, was so dazugehört. So, durch das Gröbste von Hildesheim bin ich jetzt durch. Weiter geht's Richtung Osten. Der Wind ist heute gar nicht so dramatisch, scheint es jedenfalls bisher. Ich schau mal weiter. Langsam muss es echt mal besser werden. Ich war jetzt auch noch die ganze Zeit hier an der B1 unterwegs, die ich ja schon in Hildesheim begleitet habe. Und jetzt auswärts, Hildesheim auswärts, in Richtung Osten auch noch. Aber jetzt geht's mal auf neue Pfade hier, in Richtung Dingelbe. Da bin ich in den letzten Tagen häufiger mal gewesen. Allerdings immer mit dem Auto. Und jetzt fahre ich das mal mit dem Fahrrad. Ich überlege, vielleicht fahre ich bis zum Salzgittersee. Das dürften noch so 30 Kilometer sein. Dann würde ich wahrscheinlich heute auf meine 100 kommen. Aber so ganz sicher bin ich noch nicht. We'll be right back.
mal einen Blick auf meinen Radcomputer werfen wollt, ihr seht, ich habe da eine Route einprogrammiert. Die Route führt mich zum Salzgittersee, noch 13,2 Kilometer entfernt. Das ist gut schaffbar und so wie es aussieht, habe ich dann auf der Fahrt nach Hause komplett Rückenwind. Und damit habe ich dann heute mein Kilometerziel, denke ich mal, dann auch erreicht. So, weiter geht's. So, 37 Kilometer auf der Nadel und ich glaube noch knapp 10 Kilometer. Genau, 10 Kilometer bis zum Salzgittersee. Und hier nutze ich das schattige Plätzchen, um noch mal ein bisschen was zu trinken. Und nach 36 Kilometern kann man auch ruhig mal ein bisschen Müsli-Riegel essen. Und das gönne ich mir jetzt. Ach ja, ich könnte noch ein kleines Update geben zu meinen Zielen. Eigentlich wollte ich ja mit dem Fahrrad von uns aus nach Steinhude. Das habe ich bisher noch nicht geschafft. Aber ich war jetzt mit meiner Frau schon mal einmal rund um Steinhuder Meer fahren. Gut 32 Kilometer bei schönstem Wetter, prächtiger Sonnenschein. Und ich habe mir gedacht, auf alle Fälle muss es noch mal eine Tour geben von mir rund um Steinhuder Meer, wo ich euch ein paar kleine Tipps und Tricks mit auf den Weg gebe, wo es denn schön ist, wo es ein paar schöne Ecken gibt, die vielleicht auch nicht jeder kennt. Ja, die nächste Sache. Ich wollte ja ins Erzgebirge fahren und habe jetzt sogar schon Nägel mit Köpfen gemacht. Ende Juni ist dort sowieso eine Jugendweihe, wo wir eingeladen sind. Und da bietet sich natürlich an, dass ich mit dem Fahrrad vorausfahre und meine Frau hinterherkommt. Für die Tour habe ich 3 Tage eingeplant. Die erste Tour 120 Kilometer bis nach Quedlinburg. Da wird übernachtet in einem Hotel. Dann den nächsten Tag, da wird spannend 155 Kilometer, dann bis nach Borna mit einer Übernachtung in der Pension. Und danach, den letzten Tag, ich glaube 80, 90 Kilometer sind es noch. Ich habe ja jetzt 2 Akkus, das heißt, da komme ich auf alle Fälle mit hin, auch wenn es im Erzgebirge ein bisschen steiler wird. Und da freue ich mich schon sehr darauf. Bin mal gespannt, wie das vor allem mein Popo mitmacht. Also die Technik vom Fahrrad wird sicher mitmachen, aber ihmchen, das weiß ich noch nicht. Tja, manchmal muss man seine Tour spontan ein bisschen umplanen. So, ich habe gerade gesehen, hinten bei der Bank, da ging so ein kleiner Pfad in den Wald hinein. Da werde ich es jetzt mal probieren. Vielleicht kann ich das ja umfahren. Ansonsten, ich habe keinen Bock bei den Zecken, die es momentan hat, hier durch das hohe Gras zu stieseln. Da muss ich mir einen anderen Weg suchen. Nun denn. Hi, let's go. Yeah, sunny day, sunny day, sunny days. No clouds in the sky, but again, away feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Sunny day, sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Got the Tropicana, fresh cut sushi on a platter. Brandy, honey, it don't matter, shots. Till I drop, drop, gonna be 24/7, golden hour like a boss. And they say, yo, guess you got a 2 o'clock appointment for a champagne shop, whoa, yeah. I'm busy trying to take it higher, got no time for never, only spending cheddar. Wish I could do this forever. Chilling with the hottest company, they all wanna welcome me to their private penthouse suite, yeah, now I got the key. Rooftop pool, got a heli on speed, ocean view from the highest peak. I'm complete, oh, I want this to stay, please don't. Ja, wie unschwer zu erkennen ist, ich bin tatsächlich am Salzgittersee angekommen, habe jetzt genau 50 Kilometer auf meiner Uhr, habe noch genug Wasser dabei und hier riecht es gerade so schön, ihr seht das vielleicht hier, der Rasen ist frisch gemäht und ich liebe das ja, gemähter Rasen, gibt kaum was, was besser duftet, vielleicht noch frisch gerösteter, ein gemahlener Kaffee, aber Rasen ist schon ziemlich weit oben. Ja, jetzt wollen wir mal schauen, dass ich so langsam
den Heimweg finde. Und wie gesagt, ich denke mal, ich habe Rückenwind. Von daher bin ich da relativ entspannt. Blessings falling on me. I got weapons, need no armor. That like Tetris, you don't know me. That my fatty, you don't know me. Okay, hey now, it's a new kid on the playground. So many bags on me, you would've thought I was a spray ground. Light maps, coast to coast, know they ain't in town. I get rich, watch, then I get a sick watch. Watch me hit the top, I might make a TikTok. Left hand, right hand. Catch the latest trend, I might double up my net worth. Sowas sieht man auch nicht so oft. Ein Teich mit glasklarem Wasser und die Algen sehen aus wie so ein Tannenwald. Guckt euch das mal an. So, inzwischen nähern wir uns den 70 Kilometern und ich kann Hildesheim irgendwie noch gar nicht so richtig am Horizont erkennen. Also es kann sein, dass es da hinten ist, aber ich würde da meine Hand nicht für ins Feuer legen. Aber ich bin auch soweit fit, alles gut. Der Wind ist mild, angenehm, die Temperatur genau wie ich es mag. Knapp über 20 Grad, also ab nach vorne. Ja, kleiner Zwischenstopp hier irgendwo im Nirgendwo. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich lasse mich ja gerade routen, einfach ganz dämlich durch die Gegend und hoffe, dass mein Navi mir schon sagt, wo ich hin muss. Aber wo ich hier so stehe, stelle ich fest, das ist die erste richtige Tour des Sommers, würde ich mal sagen. Das Thermometer sagt 32 Grad. Okay, da würde ich jetzt nicht allzu viel drauf geben. Es ist ja in der prallen Sonne und der Fahrtwind ist gerade weg. Aber ich sag mal, 25 Grad sind das hier sicher. Und das ist ja so das, was ich liebe und das, was ich brauche. So, jetzt habe ich noch 28 Kilometer bis zur großen 100 und irgendwie werde ich die auch noch voll machen. Na, wenn ich mich jetzt routen lasse, sagt er mir, bis nach Hause sind es noch 23 Kilometer und die restlichen, die mache ich dann auch noch. Noch ein Vorteil zu Touren im Herbst oder Winter, die Müsli-Riegel sind nicht knochenhart, sondern irgendwie richtig schön matschig, schlonzig, so wie es sein soll. Da macht es kaum Spaß. So, inzwischen nähere ich mich den 80 Kilometern. Ich kann da vorne den Andreaskirchturm mitten in Hildesheim sehen und da hinten sieht man auch unseren Kaliberg in Gießen. Das heißt, ich bin jetzt langsam wieder da, wo ich mich auskenne. Habe hier einen schönen Weg, auf dem ich noch nie gefahren bin, den ich aber schon mal in einem Radvideo gesehen habe und dachte mir, verdammt, wo ist denn der? Jetzt weiß ich es. Lässt sich sehr gut fahren, super asphaltiert. Ja, für neue Touren dann irgendwann. Aber machen wir erstmal die heute zu Ende. Den letzten Kilometern nach Hause. Ich fahre jetzt entlang des innersten Radweges,
Den habe ich ja sicherlich in einem anderen Video auch schon mal gezeigt. Und das Schöne ist, da vorne sieht man die Bundesstraße, an der ich vorhin entlang gefahren bin. Und jetzt fahre ich direkt nebendran darunter. Das heißt, der Lärm nervt mich nicht ganz so doll. Und die Gegend ist auch wesentlich schöner. Dieses Stück ist so, so schön, vor allem abends, wenn da hinten die Sonne untergeht. Das sieht echt traumhaft aus. Aber auch heute sanft bergab über 1-2 Kilometer. Ein bisschen Rückenwind haben wir auch noch. Prima. Finale von meiner 100 Kilometer Tour. 95 Kilometer habe ich jetzt. Und die letzten, die mache ich hiermit, mit der linken Pobacke. So, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Schaut vielleicht mal in meinen Blog. Abonniert mich vielleicht bei Instagram oder auch hier bei YouTube. Macht's gut, genießt das schöne Wetter, haut in die Pedale, macht was Tolles. Wir hören voneinander. Immer, wirklich jedes Mal, wenn ich an diesem Baum vorbeifahre, muss ich an den November 2019 denken, als ich meine Krebsdiagnose gekriegt habe. Da habe ich einen langen Spaziergang hier lang gemacht. Fieses Novemberwetter, Nieselregen, kalt, alles war scheiße. Die Diagnose hat an mir gefressen. Ja, und heute bin ich hier. Hab gerade 100 Kilometer in den Beinen, fühle mich stärker denn je zuvor. Und damit sage ich noch einmal, fick dich, Krebs.